Diese krassen Dinge sind letzte Woche in der Wissenschaft passiert. Französische Archäologen haben die bislang ältesten Baupläne der Menschheit entdeckt. In den Wüsten Jordaniens und Saudi-Arabiens fand man 8000 Jahre alte Felsgravuren, die als gigantische Fanggehege in der Steinzeit verwendet wurden. In Hamburg wurde ein neuartiges Experiment gestartet. Im Heerer Teilchenbeschleuniger sucht man ab sofort nach sogenannten Axionen, mögliche Teilchen der dunklen Materie. Erste Ergebnisse werden 2024 erwartet. Schweizer Forscher haben einen Querschnittsgelähmten geheilt. Mithilfe eines Hirnimplantats baute man eine künstliche Nervenbrücke ins Rückenmark, sodass ihr Patient Gerd Oskam nach 12 Jahren endlich wieder laufen konnte. Eine neue Studie enthüllt, dass Manganknollen extrem radioaktiv sind. Messungen zeigten große Mengen an enthaltenem Radium, Thorium und Radon, welche noch stärker als Uranerz strahlten und Grenzwerte um das Tausendfache überstiegen. Ein möglicher Abbau wäre demnach nicht nur ein ökologisches, nein, sondern auch ein großes gesundheitliches Desaster.